Du bist über WLAN verbunden, hast aber trotzdem kein Internet? Dann bleib dran. Ich zeig dir, woran das liegen kann und wie du das Problem ganz einfach selbst löst. Ich bin Helge, dein Experte für Mobilfunk, Internet und alles, was online nicht so will, wie du willst. Schauen wir uns erstmal die möglichen Ursachen an. Denn kein Internet trotz WLAN kann viele Gründe haben. Es liegt eventuell am Router selbst. Zum Beispiel, wenn die Verbindung abbricht. Es kann aber auch sein, dass ein Kabel locker sitzt. Oder dein Internetanbieter hat gerade eine Störung. Ja, das passiert leider. Vielleicht sind bei dir auch einfach zu viele Geräte gleichzeitig online. Das überlastet dein Heimnetz. Und manchmal ist's die Konfiguration am Gerät oder eine blockierende Firewall. Klingt kompliziert? Keine Sorge, ich führe dich Schritt für Schritt durch die Lösung. Gefällt dir das Video bisher? Dann abonniere den Lugitel-Kanal und verpasse keinen Tipp mehr. Schritt 1. Schau dir die LEDs an deinem Router an. Leuchten sie wie gewohnt oder blinken sie auffällig? Die meisten Router haben für WLAN, Internet und Strom eigene Lämpchen. Was die genau bedeuten, steht in der Bedienungsanleitung oder du findest es auf der Herstellerseite online. Schritt 2. Teste, ob du mit einem anderen Gerät, zum Beispiel deinem Smartphone oder Tablet, auch keine Verbindung hast. Wenn das zweite Gerät ebenfalls keine Verbindung über dein WLAN ins Internet hat, liegt es ziemlich sicher am Router oder Netz. Schritt 3. Überprüfe alle Kabel, die mit dem Router verbunden sind. Sitzen die Anschlüsse fest? Ist irgendwo ein Kabel beschädigt? Ein loser Stecker kann schon mal deinen Internetzugang lahmlegen. Schritt 4. Prüfe, ob du wirklich im WLAN oder LAN verbunden bist. Das klingt banal, aber manchmal ist der Flugmodus aus Versehen aktiviert. Den gibt es auch auf Laptops. Oder dein Gerät ist gar nicht mit deinem Heimnetzwerk verbunden. Geh also in die WLAN-Einstellungen deines Geräts und vergewissere dich, dass du im richtigen Netzwerk bist und dass dort verbunden Internetzugriff steht. Wenn du ein LAN-Kabel nutzt, steck es einmal ab und wieder ein. Vielleicht war der Kontakt gestört. Schritt 5. Starte deinen Router neu. Das ist der Klassiker und oft die einfachste Lösung. Zieh den Netzstecker, warte mindestens 30 Sekunden und steck ihn wieder ein. Warte danach, bis alle Lämpchen wieder normal leuchten. Das kann mehrere Minuten dauern. Schritt 6. Schau dir die IP-Einstellungen an. Wenn dein Gerät keine IP-Adresse vom Router bekommt, kann es keine Verbindung aufbauen. Am einfachsten ist es, die automatische Adressvergabe, also DHCP, zu nutzen. Gehe dazu auf deinem Gerät in die Netzwerkeinstellungen und überprüfe, ob dort IP-Adresse automatisch beziehen oder DHCP aktiviert steht. Wenn du manuelle IPs eingestellt hast, könnten falsche Werte eingetragen sein, setz sie im Zweifel zurück auf automatisch. Schritt 7. Prüfe den DNS-Server. Der DNS-Server sorgt dafür, dass du Webseiten wie google.de überhaupt erreichen kannst. Er wandelt die Adresse in eine IP-Adresse um. Wenn der Standard-DNS deines Anbieters gerade Probleme hat, kannst du manuell einen öffentlichen DNS-Server eintragen, zum Beispiel den Google-DNS oder den Cloudflare-DNS. Das kannst du in den erweiterten Netzwerkeinstellungen deines Geräts unter DNS oder Namensserver eintragen. Danach neu verbinden. Schritt 8. Starte die Netzwerkdiagnose deines Betriebssystems. Sowohl Windows als auch macOS haben eingebaute Hilfen, die Verbindungsprobleme erkennen können und dir direkt Hinweise geben, was schiefläuft. Einfach mal ausprobieren. Schritt 9. Deaktiviere testweise deine Firewall oder dein Virenschutzprogramm. Manchmal blockieren sie die Verbindung, etwa nach einem Update. Wichtig, wenn du testweise alles deaktivierst, denk dran, den Schutz danach wieder einzuschalten. Schritt 10. Öffne mal einen anderen Browser. Vielleicht liegt das Problem einfach nur am Browser selbst, zum Beispiel durch veraltete Erweiterungen oder beschädigte Cache-Dateien. Chrome, Firefox oder Edge. Probiere einfach eine Alternative. Du hast alle 10 Tipps ausprobiert und immer noch kein Internet? Dann hilft nur noch der Anruf bei deinem Internetanbieter. Er hat spezielle Tools, um Verbindungsprobleme zu prüfen und kann dir gezielt weiterhelfen. Also keine Scheu, einfach anrufen. Abgesehen vom aktuellen Verbindungsproblem, hast du eigentlich die Nase voll von deinem Anbieter? Dann ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel.
Bei Logitel findest du starke Internettarife. Schau einfach vorbei auf logitel.de. Den Link findest du auch in der Beschreibung. Ich bin Helge. Danke fürs Zuschauen und viel Erfolg beim Surfen ohne Frust.